herzlich willkommen zu unserer Reihe Keine Angst vor digitalen Medien. Mein Name ist Peter Gehweiler vom Café Anschluss, dem Internetcafé für Seniorinnen und Senioren des Frankfurter Verbandes. Bei uns im Café Anschluss können Sie den Umgang mit digitalen Medien lernen, vertiefen und natürlich jede Menge neue Kontakte knüpfen oder bestehende pflegen. In unserer Reihe Keine Angst vor digitalen Medien zeigen wir Ihnen in diesem Video, wie Sie den Kontakt zu Familie und Freunden einfach mit Smartphone oder Tablet halten und sich gegenseitig besuchen können. Wir zeigen Ihnen dies mit der App WhatsApp für Android-Systeme. Für Nutzer eines Apple-Handys wird es ein separates Video geben. Zunächst einmal, da Sie sowohl beim Installieren von WhatsApp als auch beim Videotelefonieren recht viele Daten verbrauchen werden, ist es sehr sinnvoll, dass Sie zunächst Ihr WLAN einschalten, um Ihr Datenvolumen des Mobilfunkvertrages zu schonen. Jetzt zeige ich Ihnen mal kurz, wie das geht. Ziehen Sie Ihren Startbildschirm von oben nach unten. Schalten Sie dann direkt oben links das Zeichen für WLAN ein, indem Sie darauf tippen. Jetzt gehen wir direkt zur Installation von WhatsApp. Falls Sie noch nicht WhatsApp installiert haben, gehen Sie zunächst in den Google Play Store. Tippen Sie auf das Zeichen des Play Store. Tippen Sie dann in die Suchzeile WhatsApp ein. Im Ergebnisbereich erscheint nun WhatsApp mit dem grünen Logo. Tippen Sie den Installieren-Knopf. Jetzt lädt die App auf Ihr Handy runter. Sie sehen jetzt, wie der Kreis beim Laden um das grüne Symbol sich bewegt. Das dauert einen kleinen Moment. Drücken Sie nun den Öffnen-Knopf und öffnen Sie WhatsApp. Jetzt sehen Sie Willkommen bei WhatsApp und müssen der Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen zustimmen. Klicken Sie also auf Zustimmen und Fortfahren. Auf der nächsten Seite geben Sie Ihre Handynummer ein und drücken Sie auf Weiter. Aus Datenschutzgründen haben wir das jetzt unscharf gestellt. Bei Wir werden diese Telefonnummer verifizieren, klicken Sie auf OK, wenn es Ihre Telefonnummer anzeigt. Üblicherweise wird nun eine SMS von WhatsApp an Ihr Smartphone geschickt. Dabei erkennt WhatsApp in der Regel diese Nummer automatisch. Falls nicht, geben Sie Ihre Nummer manuell ein. In unserem Fall hatten wir dies heute schon gemacht, deshalb erfragt WhatsApp die telefonische Bestätigung. Das heißt, wir erfragen eine telefonische Bestätigung, werden angerufen, geben die entsprechende PIN ein und bekommen dann auch unsere Freigabe zur Installation. Dann werden Sie noch gefragt, ob WhatsApp Zugriff auf Ihre Dateien und Kontakte haben darf. Wir entscheiden uns für nicht jetzt. Geben Sie dann Ihren Namen ein, den Ihre WhatsApp-Kontakte sehen sollen. Am besten Ihren eigenen Vornamen. Dann drücken Sie auf Weiter. So, jetzt ist also WhatsApp schon mal auf Ihrem Gerät. Da Sie nun WhatsApp schon installiert haben, zeige ich Ihnen noch, wie Sie es in Zukunft öffnen können. Tippen Sie in diesem Fall einfach auf das grüne Zeichen auf Ihrem Startbildschirm und schon öffnet sich WhatsApp. Um einen Videoanruf per WhatsApp zu starten, gehen Sie am besten wie folgt vor. Rufen Sie einen Chat mit dem gewünschten Kontakt, also einem Ihrer Freundinnen oder Freunde, auf. Tippen Sie rechts oben auf das Kamerasymbol. Beim ersten Telefonat werden Sie noch gefragt, ob WhatsApp Zugriff auf Ihre Kontakte haben darf. Dabei tippen Sie Zulassen, da Sie sonst keinen Videoanruf machen können. Ihr Gesprächspartner bzw. Ihre Gesprächspartnerin wird jetzt angerufen und über den Videoanruf informiert. Nimmt er oder sie den Anruf an, startet das Gespräch und Sie sehen sein bzw. ihr Gesicht im Display. Hallo Kerstin. Hey, hallo Peter, grüß dich. Geht's dir gut? Oh ja, doch, total. Und dir?
Danke auch. Kerstin, wir drehen gerade ein Video, um den Leuten zu zeigen, wie WhatsApp funktioniert. Ja. Und deshalb rufe ich dich an. Würdest du uns auch mal einen Blick in deinen Park gönnen? Ja. Wahnsinn, ganz, ganz klasse. Prima, das war's auch schon. Dann gebe ich jetzt wieder zurück für unsere Zuschauer und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao. Nun schauen wir uns an, was Sie eintippen, wenn Sie angerufen werden. Wenn Sie einen Videoanruf erhalten, werden Sie gefragt, ob Sie annehmen oder ablehnen wollen. In diesem Fall hier entscheiden wir uns gerade für Ablehnen. Tippen also auf den roten Ablehnen-Knopf. Dann kommt natürlich der Videoanruf nicht zustande. Wenn Sie annehmen wollen, klicken Sie auf das grüne Annehmen. Das machen wir jetzt im nachfolgenden Beispiel. Jetzt kommt ein Anruf von Kerstin zu mir und Sie sehen Ablehnen oder Annehmen. Ich nehme das Gespräch an und habe schon die Kerstin. Hallo Kerstin, schön, dass du zurückrufst. Hey, grüß dich, Peter. Ich habe jetzt gerade gezeigt, wie man annimmt und das hat prima funktioniert. Dir noch einen schönen Tag. Ja. Ciao. So, jetzt mag ich noch zu einem weiteren spannenden Punkt kommen, Gruppenvideoanrufe. Sie können bei WhatsApp nämlich sogar mit bis zu 4 Nutzern an einem gemeinsamen Videoanruf teilnehmen. Hierfür müssen sich Teilnehmer zunächst in einer WhatsApp-Gruppe befinden. Um eine WhatsApp-Gruppe anzulegen, gehen Sie als erstes auf Chats. Dann tippen Sie auf die 3 Punkte oben rechts, tippen auf Neue Gruppe und dann sehen Sie alle Ihre Kontakte. Wenn Sie auf 2 oder 3 Ihrer Kontakte klicken, sehen Sie ein Häkchen bei jedem hinzugefügten Kontakt. Wir haben das jetzt wieder aus Datenschutzgründen unscharf gestellt. Dann gehen Sie auf den Pfeil rechts unten, können dann einen Gruppenbetreff eingeben, in unserem Fall jetzt Videos, tippen auf das Häkchen. Und schon haben Sie eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Wenn Sie dann mit der Gruppe telefonieren wollen, gehen Sie wieder einfach auf das Kamerasymbol rechts oben und starten den Gruppenvideoanruf. Wenn Sie noch Fragen zu WhatsApp haben oder weitere Möglichkeiten, Ihre Smartphones, Tablets oder Laptops kennenlernen oder vertiefen wollen, besuchen Sie doch einfach einen unserer Kurse oder nutzen Sie die Einzelhilfe bei uns im Kaffeeanschluss. Unsere erfahrenen Tutorinnen und Tutoren helfen Ihnen gerne weiter. Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.kaffee-anschluss.de oder rufen Sie uns an unter 069 2998 07 2350. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß beim WhatsApp mit der Familie.